Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landsquid. Heute reden wir mal wieder über Fallout 76. Ein Spiel, das mich jetzt über Jahre hinweg im Grunde immer wieder mal begleitet und das auch eine ganze Zeit lang vor und nach Release ein sehr großes Thema auf dem Kanal Landsquid Birdrider war. Und jetzt, nach über 2 Jahren nach Release und nach einer für mich persönlich fast einjährigen Pause, habe ich das Spiel mal wieder gestartet und mir alles mal nochmal angeguckt. Wie sich das Spiel verändert hat und ob es mittlerweile vielleicht sogar ein gutes Fallout ist, das besprechen wir jetzt hier in diesem Video. Denn es hat sich tatsächlich einiges getan und ich freue mich wirklich sehr darüber, dass tatsächlich auf sehr viele meiner persönlichen Hauptkritikpunkte an Fallout 76 eingegangen wurde. Also jetzt bestimmt nicht wegen mir, Bethesda hat nicht meine Videos gesehen und gesagt, ja, das machen wir, wie der Birdrider das sagt. Aber zumindest war ich anscheinend nicht der Einzige, der diese Kritikpunkte geäußert hat. Aber dazu kommen wir später. Fangen wir erstmal mit den negativen Punkten an, die leider immer noch im Spiel sind und von denen einige wahrscheinlich auch nicht mehr rausgepatcht werden können, weil sie einfach zu tief in der Architektur des Spiels verwurzelt sind. Also erstens mal, am Anfang nach Release waren ja Bugs und Fehler und Abstürze und so weiter ein Riesenproblem für das Spiel. Das ist bis heute jetzt über 2 Jahre nach Release immer noch nicht wirklich gelöst. Das Spiel ist immer noch ziemlich verbuggt und läuft auch leider ein bisschen instabil. Man hat immer wieder mal Verbindungsabbrüche und seltsame kleine Glitches und Fehler. Meistens versagt irgendwie die Gegner-KI vollkommen und die stehen dann einfach nur da und machen immer die gleiche rucklige Bewegung und man weiß nicht, was los ist. Oder irgendwelche Animationen funktionieren nicht richtig, werden nicht richtig abgespielt. Manchmal ploppen auch Gegner einfach so in die Existenz. Man kriegt immer noch ab und zu random Schaden. Minimalen Schaden. Es ist nicht wirklich schlimm. Aber man läuft halt durch die Prärie und plötzlich macht der Charakter und der Bildschirm blinkt rot auf. Aber es ist nichts in der Nähe und man hat keine Krankheit und nichts. Es ist komisch. Immer noch viele, viele kleine Bugs und Glitches in dem Spiel. Aber alles nicht mehr so wild. Man kann das Spiel mittlerweile meiner persönlichen Erfahrung nach jetzt zumindest echt gut spielen. Das sind wirklich Kleinigkeiten, teilweise witzig, teilweise leicht nervig, nichts Schlimmes. Ich würde sagen, aktuell ist Fallout 76 so ungefähr nicht ganz auf dem Niveau von Fallout 4, aber es passt schon. Naja, wie schon gesagt, sind aber auch viele andere Probleme noch viel tiefer in der Architektur und dem Grundprinzip des Spiels verankert, wie einfach nur ein paar Bugs, die man vielleicht langfristig noch patchen könnte. Zum Beispiel geht mir persönlich furchtbar auf die Nerven, dass man dem Spiel nicht pausieren kann, weder im Menü noch einfach wirklich, wenn man auf Pause drücken will. Natürlich, ne, es ist ein Online-Spiel, es ist verständlich, dass das quasi nicht gehen kann. Kann im Grunde, aber ich finde das einfach grundsätzlich in allen Spielen immer nervig und gerade in einem Spiel wie diesem, das von einem will, dass man Einträge liest, dass man Zettel liest, dass man Terminal-Einträge liest oder sich länger mit Terminals beschäftigt, wobei der Charakter dann quasi für kurze Zeit an einer Konsole, an einer Werkbank, an einem Bildschirm gefangen ist und erst mit einer Animation langsam von diesem Bildschirm wegtreten kann. Das ist super nervig, wenn man die ganze Zeit befürchten muss, dass Gegner hinter dir spawnen könnten, was durchaus öfter mal passieren kann, während man in irgendwelchen Menüs gefangen ist und gar nicht so ohne weiteres wieder ins eigentliche Spiel zurückkommt. Da passt das Grundprinzip von Fallout, von Fallout 4, von der Engine, das Game Design auch, passt hier nicht mit dem Online Game Design zusammen. Das funktioniert einfach nicht wirklich gut. Da könnte man mit ein paar Workarounds, wie dass man leichter von den Terminals wegkommt oder dass man sich Terminal-Einträge über den Pitboy mitnehmen kann, um sie dann in Lager in Ruhe zu lesen, könnten da vielleicht ein bisschen helfen, aber letztendlich wird man das Problem wohl leider nicht lösen. Und dann hat das Spiel auch noch so ein unübersichtliches Menü und bietet nur begrenzt Shortcuts, die einem dabei helfen, irgendwie schneller sich durch das Menü zu navigieren, und das alles ohne Pause macht es dann nochmal doppelt nervig. Außerdem gibt's dann noch das Problem mit dem grundsätzlichen Gameplay-Loop des Spiels, denn wie eigentlich in
fast allen RPGs dreht sich der Gameplay-Loop, also nicht die Story, nicht die Handlung, nur das Gameplay, in erster Linie um Looten und Leveln. Das ist ja grundsätzlich auch vollkommen okay und kann ganz motivierend und cool sein. Das Problem ist allerdings, dass Fallout 76 hier ein hartes Limit hat, was den Loot angeht. Das allein ist schon ziemlich nervig. Und besonders mies finde ich es, dass dann diese Auflösung dieser Beschränkung hinter einer Paywall versteckt ist. Was im Grunde bedeutet, dieses Loot-Limit, das man durch den beschränkten Lagerplatz hat, ist im Grunde willkürlich, denn eine Lösung für dieses Problem würde bereits existieren, sie wird nur hinter einer ordentlichen Paywall von 15 Euro im Monat versteckt. Für ein Vollpreisspiel eine ganz schön ordentliche Summe, die Bethesda hier haben will, dafür, dass man quasi den Kern-Gameplay-Loop im Endeffekt richtig nutzen kann. Das ist nicht nur nervig, sondern ich finde das auch ziemlich gemein und auch echt unverschämt. Das ist wirklich ein Punkt, der mir persönlich wirklich einfach immer noch bitter aufstößt, dass der unendliche Lagerplatz hinter dieser 15 Euro Paywall versteckt wird. Man könnte viele Mechaniken und Customization-Möglichkeiten und Premium-Währung für den Shop und exklusive Möbel meinetwegen hinter so einer Paywall verstecken, aber nicht ein für den Kern-Gameplay-Loop so existenziell wichtiges Element. Das ist gemein. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass es sich bei Fallout 76 halt, auch wenn es sich teilweise sehr anders anfühlt, aber zu dem kommen wir später noch, immer noch um ein Online-Spiel handelt. Das heißt, man muss immer online sein, Modden ist verboten, das Benutzen von Glitches wird bestraft und das ist nervig. Ich meine, versteht mich hier bitte echt nicht falsch, in einem kompetitiven Multiplayer-Spiel ist das Ausnutzen von Bugs und Glitches, um sich einen Vorteil gegenüber anderen Spielern zu verschaffen, natürlich total mies und scheiße. Anderen den Spiel zu verderben, ist nur uncool. Das ist überhaupt kein Thema. Aber in einem Bethesda-Rollenspiel, das nach 2 Jahren einfach immer noch so verbuggt und voller Glitches ist, dass man diese Glitches teilweise versehentlich nutzt oder zumindest sehr leicht nutzen kann und man diese Glitches teilweise dazu benutzen kann oder fast schon muss, um das Spiel an manchen Stellen zu reparieren. Und diese Glitches muss man dann aber mit äußerster Vorsicht benutzen, aus Angst irgendwie gesperrt zu werden. Das ist dann irgendwie echt ziemlich doof. Da muss ich sagen, repariert das Spiel entweder oder macht einige Glitches zu Featuren, aber das ist doch irgendwie echt albern. Kann ich jetzt meine Regale gefahrlos befüllen mit dem Druckplatten-Glitch oder laufe ich dann Gefahr, dass mir Bethesda irgendwann den Account sperrt? Ich weiß es nicht, es ist ein harmloser Glitch, der tut niemanden weh, ich verschaffe mir damit keinen Vorteil, platziere nur ein paar Objekte wo sie eigentlich nicht platziert werden können. Im Grunde nutze ich hier einen Glitch, um eine Unzulänglichkeit des Spiels zu reparieren. Wie gesagt, die Abwesenheit von Mods und das teilweise irgendwie Dulden, aber dann auch wieder nicht Dulden von harmlosen Bugs, die aber dann gleichzeitig über Jahre hinweg nicht gepatcht werden, das ist irgendwie auch frustrierend. Naja, und dann bleibt noch die Spielwelt, denn trotz menschlicher NPCs, die die Welt tatsächlich ein bisschen lebendiger machen, wirkt die Welt auch jetzt, über 2 Jahre nach dem Release, in weiten Teilen schon immer noch sehr leer. Wenn man so eine große, offene Welt erschaffen will, wie es Bethesda mit Fallout 76 gemacht hat, dann ist vielleicht diese typische Bethesda-Rollenspiel-Vergnügungsbereich Parkformel nicht unbedingt die beste Wahl. Denn in den Bethesda-Rollenspielen dient im Grunde die offene Welt in der Regel nur als Weg zwischen interessantem Punkt A und interessantem Punkt B. Der Weg dazwischen ist im Grunde nur Füllwerk, Ladezeitüberbrückung. Selten interessant und das ist grundsätzlich auch vollkommen okay. In Fallout 76 sind die Gebiete, die Wege, besser gesagt, zwischen den interessanten Locations aber teilweise sehr groß geworden. Vielleicht aus Game Design oder auch technischen Gründen notwendig, ich weiß es nicht. Aber dann sollte diese offene Welt halt wirklich nicht so leer sein, wie sie in Fallout 76 ist. Ich bin ja ehrlich gesagt froh, dass das Spiel mir nicht alle 2 Meter neue Gegnergruppen vor die Nase setzt, wie das andere Open-World-Spiele ganz gerne machen, denn ich finde nichts nerviger. Aber so ein paar versteckte Kleinigkeiten, ein paar versteckte Truhen, kleine Lager, kleine Rätselchen, Easter Eggs
irgendwas Interessantes, à la Zelda Breath of the Wild oder so, wäre definitiv eine gute Idee gewesen, um die langen Laufwege vielleicht ein bisschen interessanter zu gestalten. Aber gut. Und dann sind da noch die Preise im Atom Shop. Die sind nämlich ordentlich, finde ich. Die im Spiel ergrindbaren Atome, also die Premium-Währung, ist im späteren Spielverlauf dann vor allem sehr limitiert und man kann sich wirklich aus dem Shop nur ab und zu mal was kaufen, wenn man kein Echtgeld dafür ausgeben will. Und ja, hier wird im Grunde zusätzlich zum Vollpreis, den viele Spieler anfangs tatsächlich bezahlt haben, und dem 15 Euro Abo im Monat im Shop nochmal ordentlich monetarisiert, zumindest theoretisch. Und das finde ich schon einfach echt ziemlich krass, muss ich wirklich sagen. Wenn Fallout 76 ein Free-to-Play-Spiel sein will, mit Free-to-Play-Mechaniken, dann soll es das sein. Aber man kann doch nicht ein Vollpreisspiel rausbringen und das dann so monetarisieren, als wäre es Free-to-Play. Ich finde das einfach echt irgendwie ein bisschen krass, ein bisschen übertrieben. Naja, aber wie schon gesagt, es hat sich auch einiges getan, denn viele, wirklich viele meiner anfänglichen Kritikpunkte sind mittlerweile tatsächlich sehr viel besser geworden im Spiel. Und das Spiel ist auch insgesamt dadurch tatsächlich sehr viel besser geworden. Hier kann man eben zum Beispiel wirklich die NPCs nennen, die menschlichen NPCs, denn die sorgen wirklich für eine lebendigere und interessantere Welt. Es gibt nun wirklich Dialoge, die man mit Menschen führt, Questreihen, verschiedene Fraktionen, wie man das aus den älteren Fallouts kennt. Macht allerdings ehrlich gesagt für mich persönlich jetzt für das Spielgefühl gar nicht so viel aus. Aber das Fehlen von menschlichen NPCs war ja auch nie einer meiner persönlichen größten Kritikpunkte. Ich fand den Ansatz einer leeren, entmenschlichten, toten Welt eigentlich interessant, mutig und voll in Ordnung. Also das hat mich nie so sehr gestört, das hat andere Spieler mehr gestört, deswegen habe ich es jetzt hier trotzdem mit auf die Liste gepackt. Mittlerweile bietet Fallout 76 bei aller Kritik an Fallout First aber auch schon mehr Lagerplatz für Nicht-Fallout First-Kunden. Immerhin 1200 Gewichtseinheiten kann man mittlerweile lagern. Wenn man ein bisschen managt und haushaltet, kriegt man da schon ein bisschen was in seine Kiste. Aber so richtig viel ist es leider immer noch nicht. Aber auch hier hat sich das Spiel deutlich gebessert. Viel besser ist auch die Endgame-Progression geworden, denn früher, lange Zeit, war bei Level 50 im Grunde wirklich einfach Schluss und man konnte im Grunde nicht mehr viel machen, außer noch mehr Perks freizuschalten, die man aber dann sowieso nie benutzt. Jetzt gibt es legendäre Perks, die man sich aussuchen kann. Diese legendären Perks, 3 an der Zahl, werden bis Level 100 nach und nach freigeschaltet und man kann damit beispielsweise mächtige Fähigkeiten freischalten oder einfach seine Attribute noch über das Limit hinaus erhöhen, damit man noch mehr normale Perk-Karten ausrüsten kann. Mit dem nächsten Update kommt dann auch die Möglichkeit endlich hinzu, dass man sich verschiedene Skill-Karten-Sets zusammenstellen kann, die man dann relativ schnell durchwechseln kann. Eins fürs Erkunden, eins fürs Bauen beispielsweise. Das macht sehr viel Sinn und ist sehr viel besser, als das Progressionssystem am Anfang war. Doppelte Karten oder Karten, die man nicht will, kann man dann eben in eine Währung umwandeln, um seine legendären Skill-Karten zu erhöhen und so hat man wirklich eine gute Endgame-Progression hier noch. Sehr gut finde ich auch die persönlichen Walls, die man nun für sich selber bauen darf oder zumindest möblieren darf. Eine dieser Walls, eine zugegebenermaßen sehr kleine, ein kleiner Untergrundbunker im Grunde, kriegt man kostenlos durch die Story. Die anderen kann man im Atomic Shop kaufen, die sind zwar ein bisschen teuer, aber ich komme mir zum Beispiel jetzt schon einen dieser Räume einfach durch ergrindeter, erspielter Premium-Währung freischalten, ohne dafür Geld auszugeben. Also das geht schon, hat man wenigstens ein Langzeitziel. Und in diesen Walls kann man dann wirklich sehr frei bauen. Hier werden einige wirklich auch seltsame Limitationen, die der Fallout 76-Editor eigentlich hat, aufgehoben, damit man wirklich sehr viel freier seine Vault gestalten kann. Und man hat vor allem jetzt noch zusätzliche Bauplätze. Neben seinem Camp kann man nun eben auch in einer oder später, wenn man sich zusammengrindet oder vielleicht sogar echtes Geld ausgeben will, mehrere Vault-Räumlichkeiten, die man voll möblieren kann, wenn man will.
Also das Baulimit wurde durch diese persönlichen Instanzen, das sind es ja im Grunde, schon mal deutlich erhöht quasi insgesamt. Denn nun kann man, wenn man sich so vorstellen will, in seinem Camp noch einen Kellerraum einrichten, der teilweise ziemlich groß und sogar zu einer kleinen richtigen Vault werden kann. Je nachdem, welches Vault-Paket man besitzt. Zusätzlich hat man in diesen persönlichen Walls tatsächlich seine Ruhe. Und das ist etwas, das hat mir in dem Spiel wirklich gefehlt. Denn ständig wird man auch in seinem eigenen Lager von irgendwelchen Kreaturen angegriffen. Man hat nie seine Ruhe. Man will eigentlich nur in Ruhe managen und dann kommt wieder, dann hört man schon wieder seine Geschütztürme oder irgendwelche NPCs in der Nähe schießen und dann kommen wieder die Meyerlurks, die Supermutanten oder was weiß ich, machen wieder ein paar Sachen in deinem Camp kaputt, muss man wieder reparieren und dann nach 5 Minuten Aufruhr, keine Ahnung, kann man wieder in Ruhe weitermachen mit dem, was man vorher gemacht hat. Das war in der Regel einfach nur ein bisschen nervig für mich zumindest. Und ich finde schön, dass man jetzt in diesen Walls tatsächlich einfach seine Ruhe vor der Welt da draußen hat. Man kann einfach wirklich ganz alleine für sich in Ruhe managen. Ich meine, andere Spieler können deine Unterkunft, deine Vault betreten, wenn du sie nicht absperrst, aber die meisten Spieler sind ja auch komplett nett und harmlos. Auch ein sehr positiver Punkt von der Fallout Community. Aber NPCs, feindliche Gegner, sind ausgesperrt und das ist wirklich gut. Endlich mal so ein Rückzugspunkt, ein Ruhepunkt. Das hat dem Spiel wirklich gefehlt, finde ich. Und mit dem nächsten Update bekommen wir die Möglichkeit, mehrere Camps simultan bauen zu dürfen. Also dann können wir quasi mehrere Camps in der Welt bauen und speichern. Das klingt ziemlich interessant und ziemlich cool. Es darf zwar immer nur ein Camp gleichzeitig aktiv sein, anders geht's wahrscheinlich aus technischen Gründen nicht, aber immerhin, nicht mehr dauernd das Camp verschieben und neu aufbauen, sondern wirklich nach Herzenslust verschiedene Camps im ganzen Ödland verteilen und nach Belieben aktivieren. So kann man auch verschiedene Camps mit verschiedenen Themenbezügen beispielsweise bauen und muss sich nicht für eine Sache entscheiden. Das finde ich schon ziemlich cool und ziemlich nett. Wenn auch wieder mit dieser nervigen Limitation, dass nur eins gleichzeitig immer aktiv sein kann von den Camps. Aber ja, mein Gott, passt schon. Tja, genau, soweit dazu. Wie ist jetzt meine endgültige Meinung zu Fallout 76 nach über 2 Jahren? Im Endeffekt hat sich wirklich viel getan, das Spiel hat aber, finde ich, immer noch viele Probleme. Würde ich es euch mittlerweile empfehlen? Bisher war die Antwort auf diese Frage eigentlich immer relativ deutlich nein. Mittlerweile würde ich sagen, dank vieler Updates finde ich es Fallout 76 zumindest für Fallout 4 Fans. Und ich meine damit wirklich Fallout 4 Vanilla, also ohne Mods und ohne alles, das reine Fallout 4 Spiel, durchaus empfehlenswert. Man darf wirklich kein Fallout 5 und nicht mal ein Fallout 4 erwarten, aber dann kann man wirklich Spaß mit Fallout 76 haben. Ich würde allerdings wirklich empfehlen, für das Spiel nicht zu viel zu bezahlen. Auf Amazon ist das Spiel aktuell zum Beispiel für 11 bis 12 Euro für die verschiedenen Plattformen verfügbar. Das ist ein Preis, da sage ich, ja komm, passt. Kann man mal reinschauen. Wenn man wirklich Fallout 4 ohne Mods mochte oder sogar wirklich gerne mag, dann kann man für den Preis zumindest bei Fallout 76 wahrscheinlich auch nicht sehr viel falsch machen. Außerdem ist das Spiel ja jetzt mittlerweile auch im Game Pass. Also Besitzer des Game Pass können das Spiel ja sowieso schon spielen und da lohnt es sich, finde ich, mittlerweile schon wirklich reinzuschauen. Gerade wenn ihr das Spiel vielleicht noch nie gespielt habt oder nur mal kurz angespielt und dann frustriert weggelegt habt, finde ich, lohnt es sich jetzt schon, dem Spiel nochmal eine Chance zu geben. Denn das Spiel hat sich schon sehr stark in Richtung Singleplayer entwickelt und ich glaube, das ist das, was alle von Anfang an eigentlich wollten. Die Stories zum Beispiel sind sehr stark auf Singleplayer ausgelegt. Selbst wenn man in einem Team von bis zu 4 Spielern unterwegs ist, betritt jeder einzeln die einzelnen Story-Instanzen, in denen die Dialoge geführt wird zum Beispiel. Jeder hat seine eigene Geschichte. Hier merkt man sehr stark, dass hier der Fokus wirklich auf Singleplayer gelegt wurde und auch, dass die Baumöglichkeiten jetzt so erweitert werden und dass man sich jetzt eben in seinen eigenen Bunkern im Grunde vor der Welt zurückziehen kann, ist auch ein deutliches Indiz eben für diese Ausrichtung auf Singleplayer. Das ist ziemlich gut, das ist eine gute Entwicklung, finde ich. Im Grunde hätte Fallout 76 einfach ein Singleplayer-Fallout mit optionalem Koop-Modus werden sollen und dann wären, glaube ich, alle glücklich gewesen. Diese Orientierung an MMO-Mechaniken war, glaube ich, hier wirklich das große Problem.
von Anfang an und da rudert Bethesda augenscheinlich wirklich zurück. Und ich glaube, das ist auch wirklich gut so und ja, wie gesagt, ich finde Fallout 76 ist mittlerweile echt ein okayes Spiel. Bei weitem nicht das beste Fallout und vielleicht skurrile Spin-Offs aus den 90ern mal ausgeschlossen, sogar das schlechteste Fallout, aber ich würde mittlerweile sagen, ein gutes Spiel, das man sich schon mal anschauen kann, unter Vorbehalt. Deswegen habe ich ja am Anfang auch sehr ausführlich über die Kritikpunkte geredet, die ich immer noch in dem Spiel habe. Aber wenn man damit klarkommt, wenn man sagt, ja, mein Gott, passt schon, damit kann ich leben, dann kann man mit dem Spiel tatsächlich sehr viel Spaß haben. Und dann ist es sogar wirklich im Grunde ein vollwertiges, wenn auch ein bisschen nerviges und ein bisschen abgespecktes und ein bisschen kompromissbehaftetes Fallout. So viel zu meinem Fazit nach über 2 Jahren Fallout 76. Es hat sich tatsächlich einiges zum Guten entwickelt, einiges ist immer noch ziemlich doof und mit Fallout First haben sie für mich wirklich eine ganz schlimme Entscheidung getroffen, dass mir das Spiel leider immer noch und immer wieder kaputt macht, weil hier einfach wirklich so eine zentrale Gameplay-Loop-Mechanik hinter einer so unverschämten Paywall versteckt wurde. Das ist für mich wirklich der schlimmste und hauptsächlichste Kritikpunkt, den ich an dem Spiel immer noch habe. Wäre das nicht der Fall, würde man hinter dieser Paywall wirklich nur monatliche Premium-Währung, kosmetische Objekte, meinetwegen Möbel, was weiß ich was verstecken, hätte ich damit kein Problem. Gerade jetzt, wo sie diese Seasons eingeführt haben, diese Battle Pass Fortschrittsmechaniken. Gerade da könnte man sehr schön einfach bei jedem erreichten Punkt, bei jedem erreichten Ziel ein kostenloses Ziel, ein Fallout First Mitglied Ziel einführen. So hätte wahrscheinlich niemand ein Problem damit. Aber nein, sie müssen ja unbedingt diese eine zentrale, unendlich Lagerplatzmechanik hinter dieser Paywall verstecken. Und das ist für mich leider ein No-Go. Also wie gesagt, wäre diese Mechanik nicht, wäre dieser Kritikpunkt nicht, würde ich sagen, Fallout 76 passt schon. Kann man mittlerweile spielen voll gut oder zumindest gut. Aber das ist für mich immer noch so ein Punkt, wo ich sage, nee, kommt Leute, das könnt ihr nicht bringen. Das geht nicht. Ihr könnt nicht einfach bei einem Vollpreisspiel so eine zentrale Spielmechanik hinter einer Paywall verstecken. Das geht nicht klar. Naja, gut. Leute, das war's dann für heute. Ich habe genug gerantet und genug gelobt, hoffentlich auch. Ich hoffe, ich konnte jedem, der das Spiel schon lange nicht mehr oder vielleicht noch nie gespielt hat, ein bisschen Bild von dem aktuellen Fallout 76 verschaffen. Die Probleme, die es noch hat, die Probleme, die es nicht mehr hat und vielleicht auch eben Entwicklungen in naher Zukunft. In einem Update irgendwann später dieses Jahr soll auch die persönliche Welt nochmal überarbeitet werden. Momentan ist es ja so, dass Fallout First Mitglieder in dieser persönlichen Welt im Grunde einfach nur alleine spielen können. Dürfen sich keine anderen Spieler einloggen in deine Welt, außer du erlaubst es ihnen, außer du lädst sie ein. Das ist der einzige Unterschied. Ich hätte ja ursprünglich echt gehofft, dass es sich bei diesen privaten Welten um persönliche Server handeln könnte, die man dann tatsächlich modifizieren auch könnte. Dem war leider nicht so. Vielleicht ändert sich das hier noch. Bethesda wirbt zumindest mit großen Neuigkeiten und großen Änderungen zu dieser persönlichen Welt. Aber naja, mal abwarten. Jetzt machen wir aber wirklich Schluss hier. Ich glaube, ich könnte hier noch stundenlang über das Spiel reden, weil es wirklich auch für mich in den letzten Jahren immer wieder ein emotionales Hin und Her aus. Na, vielleicht wird es ja noch und oh Gott, was für ein Scheißspiel war. Und immer noch so ein bisschen ist. Deswegen könnte ich da ewig weiterreden, ewig weiter ranten. Aber ich denke, das Wichtigste ist gesagt. Eure Meinung zu dem Spiel, eure Meinung zu dem Video, eure Meinung zu dem von mir kritisierten oder auch gelobten, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr interessieren. Und ansonsten Video liken, Video abonnieren und wenn ihr wollt, vielleicht sogar auf Patreon unterstützen. Das wäre ziemlich cool. Macht's gut. Bis bald. Ciao.